Morgen ist es wieder soweit, Zeit für die ganz großen Momente. Das E-Staff Indoor kommt in die Mercedes-Benz Arena Berlin. Zahlreiche Stars werden sich am Freitag in einzigartiger Atmosphäre die Ehre geben. Unter anderem auch Lokalmatador Christoph Harting. Er bestreitet den ersten großen Wettkampf nach seinem Olympiasieg. Es gibt kein Meeting, bei dem der Zuschauer so nah dran ist. Und das gibt dem Sport, wenn du dich unten warm machst und quasi eigentlich schon auf der Zuschauertribüne stehst, das gibt dem nochmal so ein ganz anderes Flair, finde ich. Und mir geht es in erster Linie darum, den Zuschauern eine gute Show zu liefern. Auch Weitsprung-Vorjahressiegerin Alexandra Wester geht wieder an den Start. Im letzten Jahr gelang ihr mit 6,95 Meter Weltjahresbestleistung. Sowas fördert mich, sowas fördert meine Leistung. So ein großes Zuschauerfeld und so eine super Stimmung hier. Ich mag es, wenn die Zuschauer laut sind, wenn das Feld laut ist, wenn man wirklich mitfiebert. Und das ist auch, was mich pusht. Mit Thiago Bras da Silva geht ein weiterer Olympiasieger an den Start. Im letzten Jahr sicherte er sich auch beim E-Staff Indoor den Titel im Stabhochsprung. Ich springe hier lieber als in Brasilien. In Brasilien gibt es nicht so viel Platz und so eine große Öffentlichkeit. Hier ist ein guter Ort, um tolle Ergebnisse zu erzielen. Insgesamt werden 66 Top-Athleten aus 25 Nationen an den Start gehen, um einen Mix aus Show und Sport zu präsentieren. Das E-Staff Indoor ist bereits nahezu ausverkauft. Wir haben 12.400 Karten verkauft, es gibt noch 200 Restkarten. Ich gehe eigentlich fest davon aus, dass die heute Abend, morgen früh alle weg sind. Also wir haben es dann zum dritten Mal komplett ausverkauft. Das ist das größte Meeting der Welt und ich muss sagen, ich bin auch persönlich stolz. Noch wird in der Mercedes-Benz Arena fleißig gebaut, doch morgen wird es angerichtet sein für das größte und spektakulärste Leichtathletik-Hallen-Meeting der Welt. Restkarten sind noch an der Tageskasse erhältlich.